Hallo, lieber Löwe, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Sternzeichenlegung für Februar 2024. Ja, mein lieber Löwe, schauen wir mal rein, was die geistige Welt dir mitteilen möchte, welche Botschaften ich an dich weitergeben darf. Und schau dir auch gerne die Legung für deinen Aszendenten, dein Mond oder dein Venuszeichen an. Ja, ich starte mit dem Moonology, Mondorakel, und hole damit eine Überschrift für dich, lieber Löwe, für den Monat Februar. Und dann lege ich für die erste Monatshälfte und die zweite Monatshälfte jeweils die Karten aus. Ich habe mir gedacht, ich mache es dieses Mal etwas anders, und du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, wie dir die Legung gefällt. Okay, ich nehme diese Karte, denn die hat sich hier so schön hingelegt, und als Überschrift habe ich für dich, lieber Löwe, Kommunikation als Schlüssel. Also im Februar scheint Kommunikation für dich sehr wichtig zu sein. Kommunikation als Schlüssel im zwischenmenschlichen Bereich nehme ich hier so wahr, denn ich habe hier auch Zwillingsenergie, also sowieso Kommunikationsenergie, oder eben auch die zwei Seiten einer Medaille. Vielleicht darf hier noch etwas geklärt oder besprochen werden jetzt im Februar. Schauen wir mal rein in die Sacred Forest Oracle Karten, und ich nehme jeweils eine Karte für die erste Monatshälfte und eine für die zweite Monatshälfte. Dann nehmen wir diese und diese. Ich lege jetzt hier ein paar Karten aus, dann nehme ich hier jeweils drei Karo-Karten. Ja. Sprachfindungsstörungen. Ja. Entschuldigt, manchmal ist das so, ja. So. Dann eine Karte aus dem Weisheitsorakel, jeweils eine fertig, die erste Monatshälfte und die zweite Monatshälfte. So. Dann nehme ich jeweils noch zwei Karten aus dem Lenormand. Was zeigt sich da? Und noch eine Karte für die Liebe aus dem Liebesorakel, jeweils eine. So, lieber Löwe, dann schauen wir mal, was sich hier zeigt in der ersten Monatshälfte. Da habe ich die uralte Eiche, die Kraft. Ja, schöne Energie. Also hier geht es um deine Kraft, lieber Löwe. Es geht hier auch um Mut, nehme ich hier gerade so wahr. Es geht hier auch um deine Wurzeln. Also diese uralte Eiche, die gibt es ja schon lange. Und du siehst, hier unten ist auch ein Portal, eine Tür in dieser Eiche. Und ich nehme es hier so wahr, es geht hier viel auch um deine Wurzeln, es geht um deine Kraft, woraus ziehst du deine Kraft? Na, also auch das nehme ich hier sehr stark wahr. Ich nehme es hier auch so wahr, hier, da öffnet sich vielleicht hier auch eine Tür. Also vielleicht kommst du hier jetzt auch wieder im Monat Februar in deine Kraft bei dir an und findest hier vielleicht an einem bestimmten Platz auch deine Wurzeln. Also sie ist ja hier fest verwurzelt, schon über lange Zeit. Ja, und zieht hier natürlich mit ihren Wurzeln aus der Erde ihre Kraft. Und ich nehme es hier so wahr, dass das auch für dich vielleicht jetzt hier im Februar das Thema ist. Wo bist du verwurzelt? Ja, und was brauchst du, um hier in deine Kraft zu kommen, oder ne? Was benötigst du? Was sind deine Bedürfnisse? Was brauchst du, um in deine Kraft zu kommen? Ja, ich habe hier aus dem Tarot sehr schöne Karten. Die 9 der Schwerter, die Sonne und die 4 der Münzen. Was ich hier als erstes so reinkriege, die Sonne ist eine ganz tolle Karte aus dem Tarot mit der Sonne.
Da geht es eben auch um Kraft, ne? Warum wir es hier haben mit der Eiche. Es geht um Kraft, es geht um Optimismus, es geht um Lebensfreude, es geht um Fülle, um Glück. Ja, die Sonnenseite des Lebens. Also ich nehme es hier so wahr, dass es hier wirklich für dich darum geht, hier jetzt deinen Platz zu finden, ja, deinen Ort zu finden, wo du dich wohlfühlst, wo du ja deine Wurzeln findest und ja, wo du hier in deine Kraft kommst und hier mit der Sonne, ja, die Sonne steht, wie gesagt, für Glück und Fülle. Und ich nehme es hier so wahr, dass du hier die 9 der Schwerter aus diesen Grübeleien, aus dem, was dich, ja, das sind ja auch die schlaflosen Nächte, das sind Ängste, Kummer und Sorgen, hier jetzt da herauskommst und in deine Fülle und in deine Kraft kommst. Also es wird sich ja alles zum Positiven wenden. Und wenn du dir hier in einer Situation sehr viele Sorgen gemacht hast, wenn dich das vielleicht hier auch sehr beschäftigt hat, wenn es dich bis in den Schlaf verfolgt hat, wenn du hier gar nicht mehr zur Ruhe gekommen bist, dann kehrt hier deutlich Besserung ein. Und das nehme ich so wahr hier mit den 4 der Münzen. Das ist jetzt auch sehr wichtig für dich. Mit den 4 der Münzen, da geht es hier etwas festzuhalten oder etwas loszulassen. Also welche Priorität hat etwas für dich? Und da nehme ich es wahr, dass es jetzt wichtig ist, für dich hier herauszufinden, ja, was dir eben hier nicht so gut tut, worüber du hier eher zweifelst, was dir eher Angst macht, was dich nicht schlafen lässt. Und ja, dass du hier wieder in deine Kraft, in deinen Optimismus, in deine Stärke findest. Und das ist einfach für dich, das nehme ich hier so wahr, jetzt ganz, ganz wichtig. Also darauf setzt du deine Priorität. Aus diesen Ängsten, aus diesen Zweifeln, aus dieser eher negativen Energie herauszukommen. Ja, und dabei hilft es dir vielleicht wirklich, wenn du den Ort findest, wo du dich wohlfühlst. Also, ne? Also das nehme ich hier ganz stark wahr. Schauen wir mal weiter, was sich hier noch zeigt aus den Weisheitskarten. Mit dem Strom. Ja, schwimme mit dem Strom, lass die Dinge fließen. Ne? Also hier, sie sitzt auch in ihrem Boot und ja, lass die Dinge fließen, lass den Dingen ihren Lauf. Das nehme ich hier auch stark wahr. Also hier geht es schon darum, dass du dich von Ängsten, Sorgen und Nöten befreist. Und ja, dein Glück hier jetzt vielleicht auch in den Vordergrund stellst, damit du da ankommen kannst, ja, wo du dich verwurzelt fühlst, wo es dir gut geht, wo du deinen Mut und deine Kraft findest und ja, hier auch alles andere loszulassen. Also das loszulassen, was dir nicht gut tut und deine Priorität darauf zu setzen, dass es dir gut geht. Ja, lass es fließen. Ich nehme sie so schön wahr in deinem Inneren. Wir haben sie hier, sie schwimmt hier im Wasser und Wasser sind immer Gefühle. Ich nehme sie auch so wahr, du hast hier vielleicht auch gerade das Gefühl hier, es jetzt einfach fließen zu lassen, mit dem Strom zu schwimmen. Also jetzt einfach mal hier so wie sie dich hinzusetzen und ja, dich mit dem Strom zu schwimmen, also es fließen zu lassen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also jetzt erstmal gar nichts zu tun, sondern einfach den Dingen ihren Lauf zu lassen. Und ich nehme es hier so wahr, dann wirst du da ankommen, wo es dir wirklich gut geht, wo du wieder Lebensfreude hast, auf der Sonnenseite des Lebens stehst, ne, und es dann hier einfach fließen lassen kannst. Schauen wir mal, was sich hier noch zeigt. Ja, ich habe hier den Anker und die Brücken. Also mit dem Anker kann es durchaus um was Berufliches gehen. Der Anker ist die Karte für den Beruf im Lenormand, also als Themenkarte. Es kann hier um was Berufliches gehen. Und mit den Brücken geht es darum, hier etwas zu überwinden oder eine Brücke zu schlagen. Oder bist du bereit, hier auch über diese Brücke zu gehen? Also, ja, etwas zu verlassen,
Ja, um hier vielleicht über diese Brücke zu gehen und etwas Neues zu beginnen. Na, also auch da darf man über eine Brücke gehen. Ich möchte hier aber noch eine Klärungskarte dazu, zu der Brücke. Wohin führt die Brücke? Oder was möchte uns die Brücke hier noch sagen? Da möchte ich noch eine. Ja, die Zeit. Interessant. Also, ich nehme es hier so wahr, es ist jetzt hier wirklich Zeit, über eine Brücke zu gehen. Also, das kriege ich hier so rein. Hier wirklich eine Brücke zu schlagen, über eine Brücke zu gehen, vielleicht hier was Neues zu beginnen, dich zu überwinden. Na, und mit der Zeit nehme ich es hier so wahr, es ist wirklich an der Zeit. Wie gesagt, es kann um was Berufliches gehen, dass du hier dein berufliches Glück findest, vielleicht dadurch auch an einen anderen Ort gehst, dass das hier vielleicht auch wichtig ist. Wir haben hier die vier der Münzen, etwas loszulassen, ne, auch wenn es dir hier vielleicht ein bisschen Kummer und Sorgen bereitet mit den neun der Schwertern. Irgendwie grübelst du hier über etwas nach, ist es richtig oder ist es falsch? Hier haben wir die Karte mit dem Strom, lass es fließen. Und wenn es hier um was Berufliches geht, dann kann es hier schon sein, dass du dich hier überwinden darfst. Und ja, ich nehme das hier mit der Zeit stark wahr. Es ist jetzt an der Zeit, dass du hier wirklich über diese Brücke gehst, also dich überwindest. Wir haben hier Kommunikation als Schlüssel. Und ich nehme es ja auch so wahr, wenn es jetzt nicht um etwas Berufliches bei dir geht, dass es auch hier darum geht, dich aus einer Verankerung zu lösen, also vielleicht hier wirklich, dich aus einem Wohnort zu lösen, vielleicht wirklich einen Umzug zu machen, dich da zu überwinden. Und es wird jetzt hier höchste Zeit. Das kriege ich hier mit der Zeit immer wieder so rein. Also es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass du dich hier überwindest und dich von etwas loslöst. Das nehme ich hier stark wahr. Und da wirklich auch dich dafür zu öffnen, hier etwas loszulassen. Also offen dafür zu sein mit den vier der Münzen. Und nicht länger darüber nachzugrübeln, sondern es wird alles gut werden. Wir haben hier mit der Sonne. Und die Sonne spricht von Fülle und Glück. Also letztendlich wird sich hier das alles positiv gestalten. Und vielleicht ist es auch wichtig, was ich hier so reinbekomme, dass du dich hier diesen Dingen einfach mal hingibst, dass du es annimmst, dass du dich jetzt auch nicht dagegen wehrst, sondern das annimmst. Das nehme ich hier stark wahr. Was zeigt sich für die Liebe? Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort, tu das, was für dich richtig ist. Ja, da schau, ne? In deinem Herzen kennst du die Antwort, tu das, was für dich richtig ist. Wir haben hier auch Schmetterlinge drauf. Ja, Schmetterlinge stehen für Transformation. Also etwas darf hier transformiert werden. Höre auf dein Herz. Das nehme ich hier auch auf dieser Seite so mal. Höre auf dein Herz. Lass deine Gefühle fließen. Ne? Achte darauf. Ja, was dich glücklich macht, also wo du dich auch hingezogen fühlst. Und wie gesagt, wir haben hier Zwillingsenergien, das kann hier durchaus mit den zwei Seiten einer Medaille sehr ausgehen, hier diese Legung. Also dich auch bereit zu sein, dich von etwas zu lösen, dich zu überwinden, über eine Brücke zu gehen, auch wenn du vielleicht hier noch nicht weißt, was dann kommt, aber ja. Es ist an der Zeit, das nehme ich hier stark wahr. Schauen wir mal auf die zweite Monatshälfte, was sich da zeigt. Ja, und da habe ich die Reinigung, die Kiefer, die Reinigung. Und mit der Karte geht es um Reinigung. Es geht darum, ja, dich zu reinigen, deine Umgebung. Also hier vielleicht machst du auch mal ein Reinigungsritual, ne? Auch das wäre eine Möglichkeit. Oder einfach reinige dich. Reinige dich von negativen Energien. Schaffe Ordnung in deinem Haus. Löse dich von Dingen, die du nicht mehr brauchst. Also räum auf in deinem Leben mit der Karte Reinigung. Na, und dann schauen wir mal, was das Tarot hier noch zeigt. Wow. Ja, hier habe ich den Hierophant. Hier habe ich die Herrscherin. Und die 10 der Stäbe.
Ja, wir haben hier eine allgemeine Legung und mit der Herrscherin zeigst du dich, lieber Löwe. Ne? Die Herrscherin steht auch, sie hat ihren Platz im Leben gefunden, Fülle für Fülle und Glück, etwas Neues darf entstehen. Und hier haben wir es mit der uralten Eiche, deinen Platz zu finden, wo du hingehörst. Der Ort, der dir Kraft gibt, wo du auf der Sonnenseite des Lebens stehst und das verkörpert hier eben auch die Herrscherin. Die Herrscherin steht hier über allen anderen Hofkarten. Sie ist eine Karte aus der großen Arkana und die Herrscherin, ja, steht hier auch so über den Dingen. Die Herrscherin hat schon vieles erlebt und auch überstanden. Und ja, es ist einfach eine sehr reife und Person, sag ich mal so. Die Herrscherin, wie gesagt, steht in der allgemeinen Legung für dich. Und ich habe hier den Hierophant. Und mit dem Hierophant geht es hier ums Vertrauen. Und da nehme ich es mal, es geht hier auch um dein Selbstvertrauen. Und hier schleppst du noch Dinge mit dir rum, mit den Zehen der Stäben. Also Zehen der Stäbe, das sind noch Altlasten, alte Belastungen, die hier vielleicht immer noch, die du immer noch mit dir rumträgst. Wir haben ja aber auch die Zehen. Also auch das wird jetzt zu Ende gehen, denn weiter wie Zehen geht es nicht. Nach der Zehn kommt das Ass. Also ich nehme es hier so wahr, dass du hier ja auch aus diesem Ballast, den du hier noch mit dir rumschleppst, dich jetzt befreien kannst. Ne? Wir haben hier den Hierophant, das wäre auch Stierenergie. Und wie gesagt, die Herrscherin, die Karte der Fülle, der Heilung, der Weiterentwicklung. Und ich nehme es sehr stark wahr, dass es jetzt darum geht, dass du dich weiterentwickelst, dass du in die Fülle kommst, dass du erfüllt bist mit der Herrscherin. Sehr schöne Energie. Und dass du hier Vertrauen hast, auch zur geistigen Welt. Ich nehme den Hierophant gerne als die Karte Schutz und Führung der geistigen Welt. Also hab Vertrauen, du wirst deinen Platz finden. Und das, was du hier noch mit dir rumschleppst, vielleicht aus der Vergangenheit, das wird sich hier jetzt lösen. Ne? Also das nehme ich hier ganz stark wahr. Das ist hier vielleicht wie ja, Ballast von dir abfällt. Also befreie dich, reinige dich von diesen Altlasten. Schlepp das nicht länger mit dir rum. Ich krieg sehr stark rein, du wirst deinen Platz finden. Also das nehme ich hier mit der Herrscherin so wahr. Wie gesagt, also die Karte steht auch für dich in einer allgemeinen Legung, die Herrscherin. Also vertraue dir selbst. Ja, hab Selbstvertrauen und löse dich von den Altlasten, die hier, ja, die dir hier vielleicht auch noch im Weg stehen können von den Belastungen. Oder die Zehn der Stäbe ist auch die Karte für Stress. Löse dich auch aus allem, was dich stresst. Na, also auch das. Hab den Mut und das Vertrauen in dich selbst und lass das, ja, was dich nur behindert, was dich aufhält, was dich stresst, ja, löse dich davon. Reinigung. Wie gesagt, reinige dich von negativen Energien, von Belastungen, von Altlasten, im Inneren wie im Äußeren. Die Macht der Fantasie. Schöne Karte aus dem Weisheitsorakel, die Macht der Fantasie. Hier geht es um deine Vorstellungskraft. Also alles, was du dir schon im erfüllten Zustand vorstellen kannst. Also ja, träume ein bisschen, achte auf deine Träume. Hier vielleicht auch mal so ein Tagtraum, stell es dir vor, wie es sein soll, damit du in einer Situation deine Erfüllung findest. Egal in welchem Bereich deines Lebens, stell es dir im erfüllten Zustand vor. Ja, es hört sich immer ein bisschen blöd an. Aber dadurch kannst du es manifestieren. Und so nehme ich diese Karte wahr, die Macht der Fantasie. Nutze deine Vorstellungskraft, damit du die Dinge in dein Leben ziehst, die du gerne haben möchtest. Ja, und da habe ich aus dem Lenormand die Liebe und die Routen. Ja, die Karte der Liebe, also da geht es um deine Selbstliebe.
Es geht auch um die Liebe zu anderen Menschen. Es geht um ja, das, was du liebst. Ne? Also zieh das in dein Leben. Ja, träume davon, was dein Herz erfüllt. Ja, und hier habe ich die Ruten. Und die Ruten stehen auch für Stress. Aber mach dir keinen Stress. Ne? Also hier haben wir hier schon die Zeit. Vielleicht hast du das Gefühl, auch hier läuft eine Zeit ab oder es geht nur zu einer bestimmten Zeit. Ne? Und hier haben wir einmal hier das Thema Stress mit den Zehen der Stäben und hier auch nochmal. Es kann hier aber auch um Gespräche gehen. Es kann hier um Kontaktaufnahme gehen mit den Ruten. Mit den Ruten geht es auch darum, Ordnung zu schaffen im Leben. Also achte sehr darauf, was dein Herz erfüllt. Räume auf, ordne dein Leben, löse dich von Altlasten, schaff Ordnung. Ja, und ja, achte auf dein Herz, öffne dein Herz, ja, deine Herzenswünsche. Und für die Liebe habe ich hier die Karte Vertrauen. Um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Also bei der Liebe geht es hier stark ums Vertrauen. Vertrauen in dich, dein Selbstvertrauen, Vertrauen in die geistige Welt. Akzeptiere, was du nicht verändern kannst. Ne? Also hier ist Akzeptanz auch der Schlüssel, damit sich etwas zeigen kann. Ne? Also was du nicht verändern kannst, das darfst du akzeptieren und erst dann kann etwas Neues kommen. Und es kann sich hier natürlich auf die Liebe oder auch deine Herzenswünsche beziehen. Ja, eine interessante Legung, lieber Löwe. Also es geht hier stark um dich, darum deinen Platz zu finden, da wo du glücklich bist, es fließen zu lassen, Vertrauen zu haben, Ballast loszuwerden, Stress zu vermeiden, dich zu reinigen und hier dich vielleicht hier, wie gesagt, ich nehme es hier so wahr, dass es an der Zeit ist, dass du dich hier von etwas löst und etwas überwindest. Ne? Ich meine, hier haben wir auch so eine Zwischenphase, über eine Brücke gehen, damit sich was Neues zeigen kann. Und vielleicht wolltest du das schon längst mal tun und hast dich irgendwie nicht getraut. Irgendetwas hat dich immer davon abgehalten und dann wäre es jetzt an der Zeit. Ja, lieber Löwe, jetzt möchte ich auch für dich hier noch eine Karte aus dem Elben-Orakel ziehen. Und dann schauen wir mal, was sich da für dich noch zeigt. Erlaube dir, stolz zu sein. Ja, eine interessante Karte, eine schöne Karte aus dem Elben-Orakel. Noch erlaube dir, stolz zu sein. Eine Botschaft noch für dich. Und damit, lieber Löwe, ja, beschließe ich diese Legung und ich hoffe, dass du aus dieser Legung etwas für dich mitnehmen kannst. Ich freue mich, dass du hier warst und ich danke dir für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen wundervollen und schönen Februar. Lass es dir gut gehen, bleibe gesund. Und ich freue mich natürlich, wenn du mir ein Abo dalässt, mir einen Daumen hoch gibst oder einen lieben netten Kommentar schreibst. Und schreib es mir auch gerne in die Kommentare, wie dir diese Legung gefallen hat. Auch darüber freue ich mich sehr. Und dann hoffe ich, dass du wieder bei mir dabei bist und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Tatjana. Tschüss.